Schmerz in dir. Wie besprochen. Wir erlassen dir die 5 Jahre Knast, wenn du für uns arbeitest. Wir wissen, dass du dich in der Drogenszene auskennst und dass du damals Kontakt zu Götz hattest. Liefer uns den Kopf der Organisation und du wandest nicht in den Bau. Ich weiß, dass es deine Familie nicht zurückholen wird, aber du kannst andere davor bewahren, das Gleiche durchzumachen. Du hast 3 Stunden Zeit, dich zu entscheiden. Warum sollte Jung uns verraten? Es gibt doch gar keinen Grund. Er schuldet Götz eine Menge Asche. Hat uns dann die Bullen verraten, um aus der Sache rauszukommen. Und was hast du jetzt genau mit ihm vor? Lass dich überraschen. Was? Was soll der Scheiß? Und was macht der Kleine hier? Du kennst doch die Antwort. Papa! Götter! Schnapp sie! Ist abgehauen. Ihr habt das Mädchen laufen lassen. Und sie hat alles gesehen. Weißt du, manchmal gibt's so Tage, da fickt einen das Leben so richtig. Sie haben Alex hochgenommen. Was? Bullenrazzia. Gestern Abend bei der Übergabe. Scheiße. Was, wenn er redet? Ja, dafür kenne ich ihn zu gut. Das Ding ist, die Bullen kannten den Treffpunkt und den genauen Zeitpunkt der Übergabe. Das können wir doch ausschließen. Es gibt eine Ratte. Ja, eine Ratte. Ich will, dass du das Mädchen findest und die Sache zu Ende bringst. Geh in den Club und behalte unsere Jungs im Auge. Solange wir nicht wissen, wer die Ratte ist, wird der große Deal mit den Libanesen verschoben. Kann ich mich auf dich verlassen? Ja, klar. Gut. Schau dir diese Stadt an. Bald. Gehört sie mir. Und sieht doch gut aus, oder nicht? Jason! Du weißt, dass ich dir vertraue. Was ist los? Sag mal, seid ihr bescheuert? Ihr habt alles hochgenommen, ohne mich zu informieren. Wir mussten zugreifen, das war eine einmalige Gelegenheit. Wollt deswegen mein Leben aufs Spiel setzen, oder was? Mann, jetzt beruhige dich doch erstmal. Beim nächsten Mal informieren wir dich auf jeden Fall sofort. Es gibt kein nächstes Mal. Ich bin raus. Ganz.
Ich weiß manchmal selber nicht mehr, ob ich zu denen oder zu euch gehöre. Das reicht jetzt. Hey, du wolltest die Straße von diesen Wichsern und all ihren Drogen befreien. Hast du das vergessen? Diese Typen hinter Gitter zu bringen, war alles, was du wolltest. Und jetzt, wo wir so kurz davor sind, willst du aufgeben? Einfach so? Vergiss nicht, dass deine eigene Familie... Was ist meine Familie aus dem Spiel? Hast du verstanden? Es ist vorbei. Ich will Zeugenschutz. Du bringst mich da rein. Und was ist mit deiner Akte? Ein Knopfdruck und alles ist wieder da. Weißt du was? Wenn du das machst, dann gehe ich an die Presse. Dann bist du dran. Denkst du, die glauben einem Kriminellen mehr als einem Hauptkommissar? Mann, du machst das gut. Und vergiss nicht, wir sind auf derselben Seite. Du wirst also weiter für uns arbeiten, bis wir handfeste Beweise haben. Ist das klar? Wenn was schief geht, bin ich gefickt. Dann bringen die mich um. Hey, noch was. Die Kleine. Sie hat alles gesehen, die wollten sie umbringen. Ich will, dass du sie mitnimmst. Sie ist noch ein Kind. Ihr darf nichts passieren. Dein Ernst? Hey! Oh. Hast du mich verstanden? Ich werde mich um sie kümmern. Au! Oh. Au! Oh. Ich hänge an diese Schuhe drauf. Ja. 他叫包包，喜欢吗？喜欢。那送给你了。谢谢。你不要怕，他会保护你的。你先跟他走，等我回来，咱们一起叫你爸爸，好不好？那你答应我。我答应你。 Ich verstehe es immer noch nicht, wie das sein kann. Wir sind wie eine Familie. Ich habe auch keine Ahnung. Aber wenn? Timor hier, das ist schon komisch, dass der noch kein Deutsch spricht. Ha? What? What are you saying? Du musst mal langsam ein bisschen Deutsch lernen, mein Freund. Hey, Arschloch, you know I don't speak German. What is he saying? Ich musste das auch lernen. Du was? I don't need no German to fuck somebody up. Jungs, was habt ihr für eine Scheiße? Es geht! Hey! Jason ist die Ratte. Ich hab die Kleine. Trommelt alle Männer zusammen. Nimmt die ganze Scheißstadt auseinander. Ich will den Tod sehen. Na, Digga, wie geht's dir? Hey, Alter! Digga, gestern war verrückteste Party. Aber ey, wo warst du denn schon wieder, Mann? Du weißt doch, dass ich zu tun hab. Wir waren noch unterwegs, haben Jung fertig gemacht. Ja, toll, und ich war in Jacqueline, hab sie fertig gemacht, Junge. Weißt du, was du verpasst hast, Mann? So ein Riesentipp, Digga. So, du weißt schon, was ich meine? Aber doch nicht. Ich kenn doch deine Jacqueline, Alter. Digga, du weißt nicht, wie sie aussieht. Ich zeig dir, wie sie aussieht. What does it say? Shit. Alter, warte. Ich zeig's dir. Okay, wir müssen los. Thank you.
Jason, Jason, Jason. Oder soll ich lieber Chen sagen? Hast uns gut verarscht. Ich hab was für dich. Wo ist sie? Du weißt, wie es läuft. Wenn du die Kleine willst, musst du am Endgegner vorbei. Wie in so einem scheiß Kung-Fu-Film. To hold my hand, something to